Ja, hallo zusammen und willkommen zu Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Heute am 11.10. um kurz nach 10 ungefähr. Und ja, ich habe mich hier schon an dem Level gerade eben gewagt, eine Viertelstunde lang aufgenommen, mit der Erkenntnis, dass ich nichts geschafft habe. Wow. Also gibt es eine Stelle, die beim ersten Versuch sehr gut funktioniert hat. Also wirklich bis zum letzten Pixel, da habe ich das fast geschafft und dann bin ich mit dem letzten Prozentpünktchen abgekackt. Und seitdem eine Viertelstunde lang einfach, also wirklich auch richtig dumme Fehler. Deswegen auch die 83 Leben, die ich da oben nur noch habe. Und da habe ich mir gedacht, als ich dann bei 16 Minuten bei der Aufnahme war, hör mal, da muss den Leuten nicht antun. Also ich habe mich auch nicht aufgeregt oder so. Ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Zustand erreicht. Ich habe das Problem, ich war gerade auf dem Rad, ne, vor der Aufnahme. Und ich bin jetzt so tiefenentspannt. So tiefenentspannt, ne. Das, meine Adrenalinpegel, den ich manchmal vielleicht brauche, um Sachen zu schaffen, die ist einfach, die Drüse ist taub, ne, gerade. Die wird wahrscheinlich eine Stunde, zwei brauchen, bis sie wieder wach ist. Und das ist bei mir meistens nach dem Sport so. Und das ist das, was mir jetzt gerade hier so ein bisschen fehlt, ne? Dieser selbst auferlegte Druck, den der Körper einem dann in Form von Adrenalin irgendwie nochmal gibt. Weil so jetzt, da denke ich mir, ach mein Gott, dann stirbst du halt. Ach, dann stirbst du halt nochmal, dann stirbst du halt nochmal. Also ich hatte gerade wirklich 17 Tode auf der Uhr, wo ich ungefähr 20% des Levels geschafft habe. Und von den 17 Toten waren 15 von einer Stelle. Und zwei davon einfach wirklich, weil ich zurückgerannt bin, um, ja, letztendlich auf diese, oder wieder zu dieser Stelle zu kommen und einfach runtergefallen bin, ne? Also ich glaube nicht nur, dass die Adrenalindrüse irgendwie taub ist und auch wahrscheinlich mein Gehirn offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, naja, gut. Deswegen habe ich gedacht, komm, machst du mal einen Neustart. Wenn es jetzt immer noch der Fall ist, dann macht es heute generell keinen Sinn aufzunehmen, glaube ich. Aber gut, mal gucken, ob ich heute noch schaffe, meinen Crash Bandicoot-Modus mental, wieder wach zu kriegen. Was ich mir übrigens noch erzählt habe, genau, schaut mal, haha, ich kann mich umgucken mit dem rechten Analogstick, das wusste ich wirklich nicht, das habe ich auch gar nicht ausprobiert, ehrlich zu sein, weil es für mich bei Crash Bandicoot einfach keine Option ist. Also, es gehört nicht zu den Funktionen dazu, die man bei Crash Bandicoot haben sollte und dürfte. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt hier ein Rückblenden-Videoband, das habe ich auch gesehen. Das heißt, meine Vermutung, dass die Coco-Rückblende-Bänder, mein Gott, was für ein Wort. Okay. Dass die in den invertierten Leveln sind, ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Es entspricht nicht der Realität. So, und rüber. So, da sind wir nämlich gleich auch schon fast. Hier ist nämlich einmal ein Checkpoint. Gut, ein bisschen was kommt jetzt noch. Ein paar Plattformen, genau. Das Gedöns da vorne. Mit einem Sprung, der relativ tricky sein könnte. Nämlich der in der Mitte. So, erstmal wieder klarkommen. Hier kann ich auch sehr gut den Tipp nutzen, den ihr mir gegeben habt. Nämlich einfach an die Kiste ran, einmal drehen und weg. So. So kriegt man nämlich die untersten Kisten sehr gut kaputt. Womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte, dass es so einfach ist. Weil einfach ist. So, dankeschön. Und uns hier noch die beiden Klamotten. So, und hier kommt jetzt nämlich gleich da vorne. Könnt ihr vielleicht sogar schon sehen. Etwas glänzendes, gelbes, leuchtendes. Glänzend und leuchtend sogar. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist nämlich eine Plattform für den gelben Edelstein, den wir in irgendeinem der auf jeden Fall richtigen Kacklevel gefunden haben. Entschuldigung. Es war keine Absicht. Der kam so über mich, ich konnte es nicht verhindern. So. Alter, das ist ganz schön weit weg, ne? Kann das sein? Nein! Jetzt habe ich auch noch verkackt. Ich werde wahnsinnig. Oh Gott. Ja, weil mein Plan war eigentlich, dass ich bestenfalls natürlich die Rückblende, beziehungsweise das Video, direkt mitkriegen kann, halt ohne zu sterben, um hier hinzukommen. Ah, die Plattformen sind gar nicht, die sind echt gar nicht so ohne, ey. Wow. Gut, ich hätte natürlich einen Rutschsprung machen können, dann wäre ich natürlich ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Aber, ey. Ich wollte gerade sagen, ich will meine Maske wieder haben, ne? Die brauche ich. Ich schwöre, die brauche ich wirklich. Da können wir alles kaputt machen. Kopf in den Knopf. Aufstehen. Und ups. So. Ha, ja. Ja, guck mal, so einfach geht's. Warum habe ich das nicht direkt gemacht? Gut, ich werde es hier höchstwahrscheinlich sowieso verkacken. Den Checkpoint habe ich mir schon mal vorzeitig mitgenommen. Weil ich nicht weiß, ob der Edelstein. Wenn ich das jetzt verkacke, muss ich dann immer wieder machen. Das wird nämlich bestimmt kein Checkpoint sein. Naja, warten wir mal ab. Ja, und das ist auf jeden Fall hier eine Passage, die mich sehr an Road to Nowhere und das andere Brückenlevel aus dem ersten Teil erinnert. Wie hieß das andere nochmal? Road to Nowhere und ja.
irgendwas anderes. Mit den Schweinchen und den Schildkröten und so, ne? Man kennt es ja. Standard. So, und hier kommt nämlich die Scheißstelle, wo die zwei... Ja, okay. Wo die zwei Viecher nämlich sind. Das war jetzt nämlich gerade, was ich gemacht habe. Erstmal grundsätzlich gar nicht mal so scheiße. Problem war halt nur, ich hab's halt nicht geschafft. die Stelle, wo diese zwei da sind mit der Kiste in der Mitte, der Abstand zwischen den beiden Gegnern, ne, die der Typ, der hinten ist, fernsteuert, der ist so wahrscheinlich zu 99% auf Crash angepasst, dass man halt kein Stück nach vorne oder nach hinten sein darf. Deswegen hat mich das ja gerade eigentlich auch sehr gefreut, dass ich eine Maske hatte, die ich jetzt leichtsinnigerweise nicht mehr hab, natürlich, weil ich einfach starb. Ja, ja, so ist es. Und hier ist es, genau. Ach, Mann, warum hole ich die drei Kisten immer? Ich habe keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall wieder so los wie gerade. Nur, dass ich jetzt zumindest ein bisschen das Gefühl habe, ich hätte es besser unter Kontrolle. Na gut, aber warten wir mal. Ich muss aber ganz kurz was testen. Gut, okay. Ich wollte nur einmal testen, ob ich überhaupt das richtige Mikrofon als Eingangsquelle habe, weil nicht, dass meine Webcam jetzt aufnimmt. Wo es nur versteht, wenn es hochkommt, ne? Ups, weg. Ja, genau so. Zack, zack. Wunderbärchen. Jetzt habe ich hier noch eine Schüssel mal denken. So weit bin ich nämlich letztes Mal nicht gekommen. Also nur bis zur Maske. Oh Gott. So, okay, jetzt haben wir den Scheiß zumindest schon mal fertig. Und ich kriege direkt ein Schwarzbild. Hervorragend. So muss das sein. So, aber da ist es wieder. Gut, okay, das Videoband werden wir leider nicht holen können. Ich würde jetzt auch sehr, sehr ungern sterben, aber es sieht so aus, als würde ich hier sterben müssen. Oh Gott. Wo ist das Ding? Das ist zwischen den beiden Dingern, okay. Der fährt... Was für ein Weg fährt der denn da? Nichts. Runter, nee, hoch und runter. Alles klar. Ab! Na, okay, wir warten erstmal. Ich möchte gerne den nächsten Checkpoint erreichen. Weil ich möchte nicht das Gelbe nochmal machen. Ich glaube, ich das Gelbe vom Ei. Und geht's jetzt nach oben? Was hast du vor, Spiel? Dankeschön. Ah, okay, die Plattform. Sieht erstmal ungefährlich aus. Feuer! Ja, gut, klappt das. Okay, Zeitgedöns. Oh Gott! Alter, das war ganz schön knapp bemessen, ey, von der Zeit her. Dummer Penner. Ich dachte, ich könnte es einfacher machen. Hui! 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 Das ist aber auch gefährlich, wenn wir gerade mal so auf, ne? Weil, wegen dem Plattform, die hier noch oben sind. Okay. Oh, was? Das war nur für ein Leben. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Was gibt's denn da noch oben? Nee. Scheiße. Das muss ich mir auch jemandem mal sagen hier. Jetzt muss ich den gleichen Kack nochmal zurückmachen. Okay. Wenn's denn sein muss. Nein. Weil ihr wisst, das ist. Jo, ich darf's nochmal machen. Nein, das ist gesammelt. Ja, okay. Dann ist gut. Gott sei Dank, okay. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Tod habe ich 4. Ja, okay. Ich wüsste, da kann ich jetzt wirklich auch beruhigt sterben, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ich das vielleicht ja doch noch hätte schaffen können. Aber nein, nicht ich. So, zack, fertig. Du mir bitte nicht auf den Sack gehen. So. Hopp. Ach, du bist da. Oder was auch immer. So. Wow. Haha. Komisch, ne? Dass es dann direkt so assi weitergeht. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Höhe ich da jetzt als gut empfinden würde. Der geht dann immer direkt so direkt zu viel hoch, ne? Mann, das ist scheiße. Ja. Okay, haben wir geschafft. Sehr schön.
Das hat ja leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte. So. Ganz einfach. Zack. Ah ja, okay. Ich verstehe. Lauf! Wumms! Oh, eine Sequenz. Ja, direkt noch mehr Spaß hier, ne? Super. Hallo! Bums, bums, bums. Was zum? Ich hab hier alles vernichtet. Okay. Aber warum heißt das Level übertrieben? Ach, guck, wer der ist! Nee, nee! Das hat mir so gefehlt! Ich will jetzt nicht wie bei Twin Sanity haben. Mm-mm. Nein, das ist ja noch schlimmer. Okay. Kompula, was geht, Junge? Okay. Nein! Direkt an den Baum. Ach komm, wo sind die alten Todesanimationen hin? Okay, es gibt hier also doch noch Verfolger. Oh, guck mal, was ich übersehen habe. Ist auch nicht schlecht, ne? Mal einfach so mal einen. Ne? Also, ich werde ihn garantiert jetzt noch nicht einsetzen, oder? Ja, werde ich ja wohl müssen, oder? Okay. Hm, clever, ne? Ich werde wahnsinnig. Passt da durch? Warum passe ich da durch? Wie kann das denn sein? Okay. Hui. Okay. Da oben ist nichts mehr. Ist in Ordnung. Oh, scheiße, ich hab verkackt, ne? Und zwar wie? Und tschüss. Warte mal, die Metallkisten oben sind noch nicht da? Ist hier überhaupt irgendwas da? Wie soll ich das denn da machen? Haha. Okay, aber das sieht auf jeden Fall nach einem gediegenen Level aus. Einfach so machen. Uiuiui. Direkt nochmal so. Das muss ich mir zuerst holen. Das ist ja nicht das Problem. Dauert noch ein Momentchen. Aber auch das. Wie viele Kisten gibt es denn gleich noch? Muss ich mir gleich mal anschauen. Es werden noch ein paar sein, denke ich. So. Ich bin so dumm. Ich bin so ein. Wow. Alter. Nicht schlecht, Dennis. Nicht schlecht. Das war schon ziemlich scheiße von dir. Das war echt schlecht. Na komm. Auf ein neues. Nein! Ah, da wollte ich zu viel. Da wollte er zu viel. Okay, ich sehe auch gerade, das erste Ausrufezeichen-Kistchen ist auf jeden Fall vonnöten. Damit oben die drei Kisten nämlich aktiviert werden. Nochmal hier ein Päuschen kurz. Machen wir aber den hier. Hui, hui. Den da bitte noch nicht. Und den können wir aber schon mal machen. Ob ich es auf Hinweg oder Rückweg kaputt machen? Die Kisten ist eigentlich hoch gesprungen. Oh, eine Nase juckt. Ganz schlechtes Timing. Zeitigen, genau, Dennis. Du hast ihn aber auch drauf mit deinen Zeichnungen, ne? Ja, ich war dumm. Aber echt mal, wie hab ich das denn gemacht? Wie bin ich da weggekommen? Super, ey. Okay, ich bin einfach oben drauf gesprungen. Da waren die schon aktiviert. Da konnte ich einfach nach rechts springen, ne? So war das nämlich. Was meine ich halt? Das sind so Banalitäten, woran ich jetzt verkacke, weil. Ich sag es euch: Adrenalin, ne? Geiles Zeug. Sorgt dafür, dass sogar ich Sachen schaffe. Nein, noch nicht. So, so, so. Oder vielleicht ein bisschen besser die Sachen schaffe, sag mal lieber so. Hallo. Dup, 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 dup. So. Einer fehlt noch, hervorragend. Na, ich bin aber auch, Mann, wieso bin, was bin ich denn da schön für Vollidiot? Ich habe extra rechts die Dinger aktiviert. Damit ich ja drauf springen kann hinterher. Oh Gott. Ja, gib mir die scheiß Maske. So. Meine Güte. Ich tue mich hier echt sowas von unnötig schwer, ne? Ach so, nein, erstmal noch nicht. Na schön, wie viel Leben ich hier bekomme, wie Wumperfrüchte ich hier habe und alles, ne? Aber ich will doch nur den Kristall haben. Edelstein, Entschuldigung. Mehr riecht das doch nicht. So, okay. So, gut, das wäre schon mal erledigt.
Einfach mal 3 Leben und 155. Das heißt nochmal, einfach nochmal ein halbes Leben obendrauf. Das Schöne ist, haben wir jetzt hier auch nochmal einen Checkpoint. Ja, reicht es für den zweiten? Ja, es reicht für den zweiten Edelstein der Wumperfrüchte, sehr gut. Ich werde versuchen, möglichst wenig zu rennen. Kack Eisbär. Alter! Jetzt ernsthaft? Das wird ja die Hölle werden, hier mit dem alles zu holen. Das ist echt scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Der steuert sich. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ein Panzer wäre schön. Und es sind auch so viele, oh Gott. Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Der hat so eine Verzögerung in der Lenkung drin, ne? Und im Gegensatz zu früher, der hat keine Power mehr. Früher wusste man, wenn man gegen Vierer-Ding gerast ist, dass die einfach alle im Arsch waren. Und hier muss man jetzt wirklich zielen. Man muss nach rechts nachjustieren, weil da ist ein kleiner Hügel, der mich wieder nach links runterdrückt. Ich muss nach rechts drücken. Und wenn ich dann sehe, dass die Kisten kaputt sind, erst dann darf ich natürlich dem Tannenbaum ausweichen, so wie jetzt zum Beispiel. Alter. Das wird die Hölle. Das ist richtig scheiße. Guckt euch das an. Ich kann nicht weiter nach links. Es ging nicht. Es ging nicht. Okay, das haben die richtig scheiße hier gemacht. Kann's nicht anders sagen. Ey, das ist... Ohne Scheiß, Wipeout ohne Lenkunterstützung lässt sich besser lenken als das hier. Was soll ich denn da machen? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich habe ja auch keine Möglichkeit, mich zu drehen oder sonst irgendwas zu tun. Warum haben die das nicht einfach wie früher gemacht? Das stelle ich mich, also die Frage stelle ich mir leider wirklich auf ziemlich viel vom Spiel bezogen. Das heißt, man merkt jetzt schon an dieser Stelle, ganz so begeistert bin ich jetzt vom vierten Teil tatsächlich nicht. Und ich glaube ganz ehrlich, es geht vielen so. Ich mag mich täuschen. Alter, wie soll man das denn tun? Ich will bitte in die Wand laufen. Guck mal, ich kann sogar in die Wand laufen, ohne dass ich sterbe. Wie geil ist das denn? Hui. Und wir warten hier voll die Slalom-Action vor mir. Boah. Pff. Alter. Ja, das wird ja spaßig werden, hier ein perfektes Relikt zu holen. Voll mit dem... Oh, du Scheiße, mit dem Kack da vorne, mit dem gelben Edelstein und so. Und boah. So, komm, Baby. Alter, man hat da kein Spiel. Echt, man hat kein Spiel, wenn ich wenigstens bremsen könnte oder so, ne? So ein bisschen. Aber entweder sollen die Scheißkisten weiter auseinanderpacken, ne? Oder irgendwie meine Hitbox vergrößern. Um hier alle Kisten zu holen, muss es auswendig wissen. Man muss wissen, wann was... Guck mal, ich weiß genau, was ich tun muss, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Das ist doch hart, ey. Sammeln den Scheiß ein. Ja, guck mal, ich krieg's nicht hin. Ich hab mir echt Mühe gegeben. Den Slalomkack hinzukriegen. Ja, okay, da war ich vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Okay, guck mal, das klappt zum Beispiel ganz gut, sowas natürlich, aber bringt ja nichts. Bremsen, bremsen, bremsen. So kann ich bremsen. Das ist zu dumm, das ist zu dumm. Okay. Komm. Jetzt schaffen wir es bestimmt. Ich bin mir fast nicht sicher. 64 Kisten brauchen wir noch. 60. 60. So. 59. Nein! Ja, guck mal, jetzt habe ich den zum Beispiel geschafft. Da war nochmal 12. Okay, man kann sogar da drüber springen. Ich werde bescheuert. Richtig, kann ich sagen. Da links welche.
Ich muss... Nee. Ich spring garantiert nicht mit dem Kackbären auf die Sprungkisten. Das kannst du nicht von mir verlangen. Am besten dahinter doch direkt eine Kiste, ne? Ne, Spiel? Ja, so bist du drauf. Ja, ich kann nicht mehr als nach links drücken. Also die Bärabschnitte sind, die sind kacke. Die sind einfach schlecht. Die sind nicht gut. Das ist so. Also vor allem nicht, wenn man... Ich meine, das bringt... Wenn man nicht alle Kisten holen möchte, was hat man hier für eine Herausforderung? Nur mal so bisher natürlich, ne? Klar. Ich weiß nicht, was gleich noch kommen wird, was natürlich noch lustiger werden kann. Aber abgesehen davon... Das ist doch nichts, oder? Ist ja nicht, dass es hier dann irgendwie krasse Sachen zum Ausweichen gibt oder wo sie denken, das ist jetzt aber mal hier ein Abgrund, den muss ich jetzt mal überspringen. Jetzt würde ich mal folgendes, ob ich da einfach... Na, das geht nicht. Ich habe gehofft, ich kann einfach drüber springen. Vielleicht sehen wir ja bald ein Game-Over-Bildschirm, wer weiß. 21 Minuten habe ich schon wieder auf der Uhr, weil es sah eigentlich vorher noch ganz gut aus. Mit dem, mit der Partlänge. Oh, jetzt sind wir hier. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier den Rest der Aufnahme verbringen werde. Also der Rest meines heutigen Aufnahme-Volumens. Guck mal, jetzt haben wir immer noch 46 Stück. Ja, danke. Ich habe das Gefühl, man kann den Sprung nicht so exakt steuern. Egal, wir machen erstmal weiter. Okay. Nicht mit Eis auch noch, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alter. Ey, wollen wir jetzt hier noch Eis... Ihr seid echt nicht mehr ganz knusper. Ich kann das Ding doch eh schon nicht steuern, ey. Guck mal, klappt sogar eigentlich ganz gut, ne? Bin beeindruckt. Aber dennoch. Ändert das nichts an der Tatsache. So, zack und huia! Okay, man muss wirklich Sprungkisten nutzen. Anders geht's nicht. Ja, aber spätestens da werde ich verkacken. Ich glaube, ich dann vielleicht mal gucken. Ist ja ein Checkpoint, wer weiß. Das glaube ich zwar nicht, aber... Ist ja egal. So, okay. Cool, da habe ich drauf, ne, mittlerweile. Also, sieht zumindest, wie gesagt, so aus. So, dann jetzt hier einmal direkt links. Ja. Aufpassen. Aufgepasst, doch. Ah, okay. Oh Gott. Oh Gott. Nein, jetzt habe ich zwei übersehen. Da gibt's da zwar noch. Da vorne ist ein Checkpoint. Oh, wie geil. Okay, das ist gut. Okay. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ne, das wird genauso sein. Also, ob es jetzt die Platin-Relikte vielleicht sind, die können wir beide nochmal in der Ecke härter werden. Ob es Platin-Relikte sind oder ob es jetzt die perfekten Durchläufe sind. Das wird dann genauso laufen. Also das ist eigentlich exemplarisch dafür. Das, was ich jetzt gerade tue, ist exemplarisch für das, was ich dann machen werde. Ich muss die Scheiße einfach auswendig lernen. Ich muss wissen, wann was kommt, wann was wo gemacht werden muss, wo Kisten sind. Und darf einfach nichts übersehen. Ganz einfach. Das sind auch übrigens keine Kisten. Das war eine Rampe. Zack. Nein, schon wieder einen übersehen. Ich werde wahnsinnig. Das kann nicht wahr sein. Geht doch nicht klar. Ich töte dich selbst. Ja, komm. Aua, genau. Töte mich. Und tschüss. Da ist das Videoband. Ich habe mich da gesoffen. Ey, okay. Ja gut, wenn man natürlich nicht, nicht die Kisten holt, ne... Da wäre ich hier auch wirklich auch nicht so oft. Nicht so oft gestorben, natürlich. Alter, ey. Ey, ohne Scheiß, ich freue mich jedes Mal vor den Aufnahmen, ne? Ich immer so, ah, geil, kannst du mir vielleicht mal wieder. Vielleicht schaffst du heute ja mal ein bisschen mehr als sonst. Aber nein, jetzt hänge ich auch wieder in den Level fest. Ich werde gleich das Level Auto sowieso nochmal machen, um diese verkackte Rückblende zu holen. Jetzt war ich schon wieder zu lange nicht mehr an dieser Stelle und krieg's ja nicht mehr hin. Warum tötet mich dieser Stein nicht? Der Stein soll mich töten.
Das ist auf jeden Fall das Level mit dem meisten Ton. Aber gut, das hat ja seine Gründe, ne? Und das ist also noch schlimmer wäre es natürlich, wenn mir jetzt eine Kiste fehlt. Ich will es ja nicht ausschließen. Dann kann ich mir den ganzen Scheiß hier sparen. Aber ich habe ja immer Hoffnung, ne? Blöd ist jetzt nur, ich meine, bei den ersten Videos ging es das noch, ne? Da wart ihr vielleicht selbst noch nicht so weit, du habt das Spiel nicht gespielt. Aber mittlerweile, ihr habt das Spiel wahrscheinlich alle durch. Also jetzt nicht 100% vielleicht durch, ne? Aber zumindest, wieso kriege ich denn diese scheiß Kiste nie? Mann. Aber ihr habt zumindest, wahrscheinlich so weit durch, dass ihr zumindest die Story einmal durchgespielt habt, ne? Ja. Und jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr euch sagt, Alter, Dennis, was machst du da? Du brauchst das alles noch nichts zu machen. Ihr schreit den Monitor an und fragt wahrscheinlich, wieso ich euch nicht höre. Es tut mir leid, ja, es tut mir leid, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht notwendig, ich kriege alle Kisten hier in dem Level. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, das war Michael. Ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Hey, ich bin alt und ich darf das. Ich will auch, dass das bitte das einzige Level ist, wo man so eine Scheiße machen muss. Bosse wären auch in Ordnung, okay. Ja, weil die mache ich einmal fertig, die kann ich vielleicht nochmal zweites Mal fertig machen, falls es auch nochmal perfekte Relikte geben sollte. Warum spiele ich nicht, voll Idiot? Ja, war dumm. Ey, wir haben die 30 voll. Wupp, wupp. Und im Endeffekt haben wir ein Saldo von plus einem Leben im Gegensatz zum Levelstart. Bei 83 hatte ich doch. Ich zähle jetzt noch durch, zumindest bis zum Checkpoint. Ne? Müsste diesen Part noch ertragen. Jetzt war vielleicht ein bisschen die Spannung raus, weil ich, oh, schafft ihr es noch, schafft ihr es nicht. Aber ich möchte euch das einfach nicht antun. Ich habe jetzt gerade auch so einen kleinen Flow. Dass ich jetzt so einigermaßen weiß, zumindest bis zum Checkpoint, was ich tun muss. So, und jetzt einmal links, 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 links. Danke! So, dann war hinter dem Eis. Hinter dem Radar. Unter dem Radar. Also, zack. Nein, schon wieder ein Übersehen. Ey, ich könnte doch. So ist das so. Wie soll ich bei dieser Vierer-Kombination so Probleme, ey? Weil wenn zwei stehen bleiben, denke ich, okay, du hast es nicht richtig geschafft. Wie schaffe ich das, dass einer stehen bleibt? Das ist doch viel schwieriger, als alle vier zu treffen. Ohne Scheiß. Bohoho. Kann ich auch. Erster Teil, wenn ich überall alle Kisten hatte. Oder nee, oder? Was? Oder wenn ich schon Level geschafft habe. Ich weiß ja gar nicht. Nein, ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse diese vier Kisten so häufig. Ja, das sind momentan lange Parts, ich weiß. Jetzt der Part 48 Minuten, jetzt dieser auf jeden Fall eine halbe Stunde, offensichtlich. Muss auch mal dran denken, früher einen Schnitt zu machen, nein. So. Hupp. Hupp, 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 hupp. Fallen lassen. Springen, das ist nämlich immer mein Waterloo. Da, 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 da. Ah! Aber hey, da blieben wenigstens wieder zwei Stück stehen. Das ist ja schon mal schön. 34. Ah, das ist geil. Ja, cool, wenn ich meinen eigenen Rekord noch brechen könnte, ne? Deswegen schaffst du es vielleicht, sogar die 34 zu überschreiten. Garantiert, da gehe ich jetzt erstmal von aus. Aber nach dem Checkpoint scheint nicht mehr viel zu kommen. Weil ich meine, wir waren so ungefähr bei, weiß nicht, 200 Kisten oder sowas. Das heißt, da haben wir dann nochmal 27 Kisten, die es dann noch zu holen gäbe. Jetzt haben wir ja auch noch nicht mehr so viel. Wie gesagt, die Vierer-Kombis, das ist immer das Schlimmste von allem. Das heißt, erstmal aus hätte ich da jetzt alle gekriegt. Finde ich erstmal gut. Keine Sorge, gleich ist er wieder dick. Jetzt mal die Vierer-Kombi. Zack. Die Vierer-Kombi. Nein! Ich krieg zu viel. Na, guck mal, da vorne ist der Checkpoint. Wäre es nur der und dann könnte ich da mal weitermachen. Das wird mich töten. Boah, kann ich nicht einfach ein Stück Sprengstoff dabei haben? Also, man bedarf einfach zünden kann. Ich habe immer noch ein Saldo von plus ein Leben. Und da, deswegen, ne, da mag ich auch schon direkt diese ganze Retro-Modus-Geschichte in Frage zu stellen. Wofür? Ey, wenn es eine Stelle gibt, wo ich Game Over gehen sollte, dürfte, müsste, ne, ist das genau hier. Ne? Warum kriege ich immer noch mehr Leben, als ich vorher hatte?
Ich lass mich ja töten, ne? Ich schaff's trotzdem noch mehr Leben zu kriegen. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Also ich meine, ich will ja jetzt auch nicht vorab irgendwie ein Fazit vollführen. Das werde ich mir auf jeden Fall aufsparen. Zum einen erstmal, wenn ich die Story einmal durch habe. Ne? Und. Oh. Aber was auf jeden Fall undurchdacht ist, wo ich schon meine Wertung abgeben darf, ist ja halt dieser Retro-Modus. Wofür? Ey, nur, dass ich da oben jetzt ein paar Leben habe und alle 100 Wumpas ein Leben bekommen. Aber ich bin froh. Ich bin froh, dass es so ist, weil wenn ich jetzt wirklich auf Game Over gehen mit jedem Level, jedes Kacklevel von vorne anfangen müsste. Ey, oh. Ich wusste ja vorher nicht, dass die so lang sind. Aber auf jeden Fall eine unnötige Funktion, meiner Meinung nach. Entweder ganz oder gar nicht, ne? So, komm. Weil abgesehen davon gibt es ja, glaube ich, keine Änderung. Oder vielleicht spiele ich ja auch gerade den mega schweren Modus, weil ich halt richtig gewählt habe. Keine Ahnung. Ich habe die nicht gekriegt, die Kiste. Ich werde wahnsinnig. Wieso funktionieren diese Steine nicht? Fehlt da ein Kabel dran? Oh, ich habe minus 1. Cool. Okay, dann so. Also, es wird jetzt der letzte Versuch hier werden, bis zum Checkpoint. Ich mach einen Schnitt dann, weil der Float, von dem ich vorhin sprach, ist jetzt nämlich so auch weg. Ey, was ein Kacklevel. Was ein scheiß Level. Ich meine, okay, eigentlich geht es, ne? Eigentlich geht es. Aber was nervt, ist die Steuerung zusammen mit den Kamerafahrten. Finde ich persönlich zumindest. Das ist ein Zusammenspiel, das geht gar nicht, ne? Schön, hätten die das früher mal so wie früher machen sollen. Fixiert hinter meinem Arsch. Oder halt so wie sie jetzt ist. Leicht isometrisch. Das wäre in Ordnung. Da hat man eine Übersicht. Was natürlich dann nicht heißt, dass man den Kackbären auch unter Kontrolle hat. Also ich habe auf jeden Fall nicht unter Kontrolle. Ich weiß, einen Versuch habe ich gesagt. Ich weiß. Aber ich will wenigstens meinen Satz doch beenden. Aber dadurch, dass die Kamera noch hin und her fährt, ne? Zusammen mit der Steuerung, LKW-Steuerung, 7,5 Tonner. Mit 5 Anhängern dran. Oder 40 Tonner, ne? Sattelschlepper. Zusammen mit einem betrunkenen Wesen. Dadurch, dass die Kamera immer hin und her fliegt. Hör mal, da jetzt nochmal fokussiert alle Kisten zu holen. Das ist. Hätte man, ich sag mal so, deutlich galanter. deutlich galanter lösen. Es ist definitiv nicht unmöglich, nein. Aber, naja. So, okay, das war der letzte Versuch. Ich lass mich hier jetzt töten und mach hier jetzt einen Schnitt nach 32 Minuten failen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn ich mich das nächste Mal auf die Verfolgungsjagd begebe. Also bis dahin, tschüss.